Ich wollte dir auch noch meine Eier zeigen. Ja, schön. Servus Leute, was geht? Einige wissen schon bestimmt, worum es jetzt hier in diesem Video gehen wird. Für die, die mein letztes Video noch nicht gesehen haben, hier ist es, da. Schaut euch das Video unbedingt an, dann schaut euch nochmal dieses Video hier an oder ihr könnt es auch anders machen. Ich erkläre es mal ganz kurz, das sind seine Begriffe, das sind meine, jeder hat 10 Begriffe. Ich habe seine noch nicht gesehen und er hat meine noch nicht gesehen und wir werden es erst sehen, sobald jemand am Telefon ist und damit ist es aufgeklappt, Leute. Bis gleich, ciao. Natürlich wird der Verlierer nochmal übelst bestraft und wir sehen uns. Was soll ich damit machen? Sobald jemand reingeht, klappst du den Zettel. So, Leute. Es geht gleich los. Sobald jemand reingeht, muss er den Zettel aufmachen und die Begriffe sagen, wie viele Begriffe er schafft. Guten Tag. Ja, hallo, hier ist Redan Saito. Ja, ich habe mir gestern eine Schachtel Eier gekauft. Und da war ein Ei auch schon aufgeplatzt. Und da dachte ich mir, ey, gleich platzt mir mein Penis. Und ja, was soll ich jetzt machen? Ja, entweder kommen Sie und tauschen das Ei um. Ja, ich wollte eigentlich Instagram posten, dass ich neue Eier gekauft habe. Um meine Freunde zu beglücken. Oder sowas. Dann denke ich mir so, Allahu Akbar, ne? Ja, dann sind die mal komplett die ganze und tauschen einfach komplett mit einer Wahrheit um. Ja, ich habe auch noch so einen Cousin namens Sahid. Ich wollte dir auch noch meine Eier zeigen. Ja, schön. Ja, schön. So Leute, jetzt bin ich dran. Sobald jemand rangeht, öffne ich dann seine Begriffe. Der nimmt auch gerne. Mach gleich Giri laut. Hey, Risan. Warum nimmt keiner Giri geil geben? Assalamu alaikum. La bin ich Raja. Willkommen bei Saturn. Ja, hallo Ayhan hier. Ich habe mal eine kleine Frage und zwar habe ich gesehen, dass Sie die neuen PlayStation 4 Spiele reinbekommen haben und wollte fragen, ob Naruto Ultimate Ninja Storm 4 auch da ist. Ja, kein Problem. Oder dieses neue Dinosaurier von das neue Star Wars Spiel. Wir haben auf jeden Fall übermorgen am Donnerstag zweite Öffnung wieder in der Stadt. Okay, gut, weil ich wollte dann vorbeikommen, mir ein paar Spiele holen und die da halt quasi auf Instagram posten, weil ich bin so Instagram-Blogger und deswegen wollte ich das dann halt machen. Dann auf Twitter wollte ich dann noch schreiben, dass das Spiel angekommen ist und deswegen wollte ich fragen, ob Sie das bei Ihnen haben. Kann mal schauen. Im Moment haben wir ein Service-Center hier noch an der Hallenstraße. Also Donnerstag ist wieder die Teileröffnung in der Stadt, in der Marktpassage. Okay, gut. Drin ist. Kann ich Sie aus Haus... Ach, Haustelefon. Haben Sie Haustelefone auch bei Ihnen? Weil das vielleicht Haustelefone, ob Sie das haben. Das haben wir auch. Normal haben wir alle so in der Richtung. Wie teuer ist ungefähr das günstigste? Ich kann mal gucken. Moment, dann müsste ich mal online mal schauen.
Ich brauche mal gleich den Kollegen, der kennt sich ja besser aus. Okay. Normales Haustelefon oder mit Anruf, mit Doppelstation oder nein. Ja, irgendwas, wo ich einen Daumen leicht einfach buchieren kann. Also was die Knöpfe nicht so hart sind. Ich habe nicht verstanden, was bitte? Also ein Haustelefon, wo ich einen Daumen ganz easy drücken kann, wo nichts zu fest ist. Ich brauche mal einen Moment. Günstiges Haustelefon. Boah, mein Arschloch kratzt. Der Kollege schaut mal gerade nach. Alles klar. Ja, und die Spiele, nee, das ist im Moment. Also hier haben wir nichts groß. Man ist schon alles rübergegangen in eine andere Filiale, an der Bahnhofstraße. Okay, Moment, bitte, mein Arschloch kratzt. Okay, so. Also am Donnerstag haben wir die Spiele schon mal. Okay, also am Donnerstag sind schon mal dann die Spiele da. Und bald ist ja Valentinstag und da wollte ich für meine Freundin noch was kaufen, und zwar einen Tanga. Was wolltest du was? Ich wollte für meine Freundin einen Tanga kaufen. Ach, das haben wir gar nicht, sowas. Ja, sowas haben sie gar nicht? Was, mein Unterwäsche meinen sie, oder? Ja, genau, so Tanga. Nee, das haben wir ja nicht. Ja, dann muss ich ins Puff und da fahren. Genau, dann bist du da. Ja, okay, gut. 30 Euro und mit AD 35 Euro. 30 Euro mit AD? Was ist AD? Anrufbeantworter. Boah, hat er sowas auch? Hm. Boah, krass. 30 Euro. 30 Euro? Okay, das ist gut. Ja, das ist schon mal gut. Da muss ich mir denken, Donnerstag, ne? Okay. Alles klar dann. Hm? Okay. Allah Akbar! Ey, die Frau war auch am Lachen, die wusste, die konnte gar nichts mehr sagen, die war die ganze Zeit am Lachen, Alter. Warte mal, Arsch auf gerade. Du bist ein bisschen behindert. Ey, die Frau war auch voll am Lachen, Alter. So, Leute, ich denke, das war ein klarer Sieg für. His name is Chauncey! Jetzt kommen wir zu der Bestrafung. Die Bestrafung ist, ich klatsche in zwei Eier gegen die Stirn da. Und noch eine Backpfeife kriegt er auch noch von mir. Mancher. So Leute, kommen wir zu der ersten Bestrafung. Die erste Bestrafung ist die Schelle. Die Schelle werde ich natürlich nicht so festmachen, weil das mein... So Leute, kommen wir zu der zweiten Bestrafung und zwar die Schuhe. Eier. Was für ein Fake, Alter. Ich hab dich getroffen. Oh mein Gott. Ey, Digga, zeig mal deinen Kopf. Zähl immer doch, ja. Das machst du sauber. Oh, mach du sauber, Digga. Digga. Kannst du direkt duschen, Bro. Der wirft den ersten gegen meinen Kopf. Ich hab AIDS bekommen. Servus Leute, was geht? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wenn euch das Video gefallen hat, Leute, gebt uns doch einen Daumen nach oben. Gary war oben, ne? Ja. Peace, Bro. Auf jeden Fall, Leute, wenn ihr noch mehr von solchen Videos sehen wollt, dann schreibt es auch unten in den Kommentaren rein und schreibt, ob es euch gefallen hat, Leute. Und wir sehen uns, Leute. Macht's gut. Ha, ciao. Ja, Mann. Mach's gut.